Guten Morgen. Heute gibt's das große Kneipp Gesundheitsbuch. Das Buch ist nicht vom Herrn Kneipp selber geschrieben worden, sondern von Professor Dr. H. D. Henschel und Dr. Dr. B. Ülecke. Und danke nochmal an den Trias Verlag, der mir das Buch zur Verfügung gestellt hat. Generell, die Bücher, die ich rezensiere, sind immer von dem Verlag mir zur Verfügung gestellt. Danke für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ja, ich weiß, dass ich manchmal sehr kritisch damit umgehe, aber meine Zuschauer, ihr wisst, dass ihr euch hundertprozentig darauf verlassen könnt, dass die Meinung, die ich euch präsentiere, dass das eben meine Meinung ist. Und ja, ein Buch hat es manchmal nicht so leicht. Wie sieht es nun aus mit dem großen Kneipp Gesundheitsbuch? Generell ist der Herr Kneipp und seine Sicht auf die Gesundheit, die geht relativ konform mit meiner. Er hat einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz von der Gesundheit und seine 5 Säulen, die er allerdings gar nicht explizit formuliert hat, sondern die im Nachhinein sozusagen um sein Werk quasi, um sein Schaffen besser strukturieren zu können, von der Nachfolgegeneration quasi ja, erklärt wurde, dass das seine 5 Säulen sind, sind Wasseranwendung, Heilkräuter, Bewegung, eine gesunde Lebensweise oder der Lebensweg und gesunde Ernährung. Diese 5 Säulen. Und wer sich erinnert an die 4 Säulen, die ich für mich persönlich in meinem Werdegang herausgefunden habe, die wichtig für meine Gesundheit sind, die da wären: eine gesunde Ernährung, Abhärtung, Bewegung, Sport und ein gutes Mindset. Dann deckt sich das nahezu mit den Säulen, die der Herr Kneipp herausgefunden hat. Und das gibt mir erstmal ein sehr, sehr gutes Gefühl, da ich meine Erfahrung wiederfinde in einem Buch, was jemand geschrieben hat, der sich sein Leben lang mit der Gesundheit auseinandergesetzt hat. Und von daher bin ich vielleicht schon, was zumindest das Grundsetting angeht, angekommen, dass ich weiß, worauf ich achten muss. Und bei ihm sind das, ich wiederhole das nochmal, Wasseranwendungen, das wäre die Abhärtung, dann sind das die Heilkräuter und ein zweiter Punkt bei ihm sind auch die gesunde Ernährung. Ich schaffe das in einen Punkt zusammen, Heilkräuter und gesunde Ernährung ist für mich eins, das ist eben gesunde Ernährung, dann Bewegung, das ist eben genauso namentlich auch eine Säule von mir und er nennt das den Lebensweg und ich nenne das ein gesundes Mindset, Stressfreiheit. Er meint aber dasselbe damit. Das heißt, die 4 Säulen, die ich für mich herausgefunden habe, schon vor 1-2 Jahren, wo ich das verbalisiert habe, wie bekommt man die perfekte Gesundheit, wenn ich das Video finde, blende ich euch das noch ein, ist quasi identisch mit dem, was der Herr Kneipp herausgefunden hat. Sehr, sehr schön. Also so falsch kann das Buch schon mal gar nicht sein. Ja, was ich schon gesagt habe, er hat einen ganzheitlichen Ansatz, das heißt, er beschäftigt sich mit den ganzen Elementen, Wasser, Luft, Erde und so weiter. Wie gesagt, man muss immer sehen, er hat Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt bis Ende des 19. Jahrhunderts und da war das alles noch ein bisschen anders. So, hier wird oft in dem Buch wird gesagt, gewisse Dinge sind auch wissenschaftlich belegt. Das heißt, hier wird Kneipps Gesundheitslehre dargestellt, dass das von der aktuellen Wissenschaft untermauert wird. So, da fehlt aber jegliche Studie oder Hinweis darauf, wo man das finden kann. Das heißt, hier wird nur erwähnt, ja, das ist auch belegtes Wissen. Das ist natürlich kein wissenschaftliches Arbeiten und damit ist das schon mal eher kein wissenschaftliches Buch, sondern ist halt einfach so ein Ratgeber. Das möchte ich direkt am Anfang auch sagen, weil ich weiß, einige meiner Zuschauer haben große Ansprüche, so wie ich selber, und da kommt ein Buch, wo keine Quellenangaben da sind, schon, gerade wenn es darauf referiert, dass es wissenschaftlich belegt ist, kommt da nicht so gut weg. Also das ist tatsächlich nicht so toll. Ja, ich will euch einfach mal auf Seite 21 und Seite 28 so die Grundsachen durchlesen, wofür dieses Buch steht. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, so ein Buch zu kaufen, damit ihr wisst, in welche Richtung das geht. Die wichtigsten 7 Punkte zur Ernährung sind laut diesem Buch mehr Gemüse, mehr Obst, mehr Vollkornprodukte, mehr Milch. Weniger Fleisch, weniger Wurst, weniger Fett. Das inkludiert auch die pflanzlichen Fette. Meiden von leeren Kalorien, Zucker, Süßwaren, Limonade, Alkohol, reichlich trinken, pflanzliche Gewürze anstatt Kochsalz,
möglichst regelmäßige Mahlzeiten in Ruhe genießen, gut kauen und Mäßigkeit anstatt einseitig fanatischer Spezialitäten. Das wäre sozusagen das Ernährungskonzept. Ihr seht schon, mit der Milch scheint da nicht ganz so up to date zu sein, aber ich lese euch das einfach so vor. Und generell, was für eine gesunde Lebensweise im Sinne von dem Herrn Sebastian Kneipp steht, da gibt es verschiedene Regeln, 10 Regeln. Und wenn ich euch das vorgelesen habe, dann wisst ihr so ungefähr, was in dem Buch euch vermittelt wird. Also, Regel 1, den Tag mit fröhlichem Herzen beginnen, Gelassenheit und Zufriedenheit bewahren. Regel 2, täglich für Bewegung sorgen, auf einfachste Weise durch Gehen und Wandern oder Dauerlauf. Regel 3, abhärten durch regelmäßige und einfache Anwendungen, Luftbäder oder Wasseranwendungen. Regel 4, Gesundheitspflege mit Hilfe von Heilpflanzen, Tees, Säfte und Arzneien aus milden Heilpflanzen. Regel 5, mäßige Ernährung, so natürlich und vollwertig wie möglich, reichlich pflanzliche Frischkost, Salat, Gemüse, Obst und Vollkornprodukte. Reichlich trinken, Wasser, Kräutertees und Säfte. Interessant, hier fehlt schon mal die Milch, das ist gut. Weniger Fett, Eier, Fleisch und Fleischprodukte. Möglichst wenig Kochsalz, Zucker, Süßigkeiten und Alkohol. Nicht rauchen. Regel 7, bewusste Arbeit und Aktivität mit Eifer und Freude. Finde ich was sehr, sehr Interessantes, sehr, sehr Schönes, weil gerade dieser Aspekt, dass Arbeit in dieser Gesellschaft als was Negatives gesehen wird, ist ein Aspekt, der glaube ich auch damit in Verbindung steht, dass unsere Gesellschaft durchweg psychisch krank ist. Weil wer kein positives Mindset hat zum großen Teil seines Tages, nämlich zur Arbeit, der kann nicht zufrieden sein. Und das ist das, was sehr, sehr viele begreifen müssen. Ich habe auch ein Video schon gemacht. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen jetzt hier rauskomme, aber das ist mir so wichtig. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren, aber zu einer Arbeit, die aus dem Herzen kommt. Und das ist eine absolute Grundlage dafür, dass man zufrieden ist. Das zählt zu Lebensweg bei ihm und zu mir, zu einem gesunden Mindset. Ganz, ganz wichtig, nur das Arbeiten, was man mit wirklich mit reinem Herzen verantworten kann und was man auch möchte. Und dann unterscheidet man auch nicht mehr zwischen Arbeitszeit und Freizeit, sondern dann hat man Lebenszeit. Ganz kurzer Exkurs, Entschuldigung. Regel 8. Auf ausgewogenen Wechsel zwischen körperlicher Aktivität und Ruhe, Wachsein und Schlafen achten. Regel 9. Übungen des Geistes durch besinnliche Gespräche, Schreiben und Lesen, gute Literatur, Pflege von Hobbys. Regel 10. Übernahme von Aufgaben in Familie und Umwelt. Natürlich ist ein bescheidenes Leben und Rücksichtnahme auf Mitmenschen und die natürliche Umwelt. Ich denke, ihr habt hier einen ganz guten Eindruck bekommen, worum es so in dem Buch geht. Das Buch hat auf den ersten 100 Seiten so Störungen, die existieren, hat es Kreislaufstörungen, Störungen des Stoffwechsels, Störungen des Bewegungssystems, Störungen im Bereich Nerven, Psyche und so weiter und hat dann angegeben, was man dagegen tun kann. Also zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Knieguss und ja, und das sind die ersten 100 Seiten. Die nächsten 20 Seiten, da wird beschrieben, wie eben das, was man machen soll, genau funktioniert, wie die Güsse funktionieren und das finde ich sehr schön. Die haben dort tatsächlich so mit Bildern gearbeitet, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gut erkennt, mit Bildern gearbeitet, wo man ja, wo man sieht genau, wo man hingießen muss und das ist wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Also das finde ich richtig, richtig gut und da gibt es echt wirklich ein ganz dickes Sternchen dafür. Also diese Güsse sind sehr, sehr, und das ist ja auch Kernelement, die Wasseranwendung bei Kneipp, das ist sehr gut dargestellt. Idealerweise nimmt man bei sich in der Dusche den Schlauch und schraubt den Duschkopf ab, damit man den dicken Strahl hat. Warum das wichtig ist, steht auch alles in dem Buch. Dann gibt es 20 Seiten zu Heilkräutern und wofür sie gut sind. Gut, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Jetzt auch in dem Kontext nicht, also wenn man sich gesund ernährt, da zählt halt einfach schon der Konsum auch von Wildgrün mit dazu und von Heilkräutern. Und hier ist nur ganz kurz immer erwähnt, halt Heilkräuter und ja, Wirkung und das war's. Also zum Beispiel jetzt, ich lese einfach mal vor, Brunnenkresse, innerlich als Saft und bei Atemwegserkrankungen und zu Nierenanregung zu gebrauchen. Wirkung, für die auswurffördernde und nierenanregende Wirkung werden Senföl und Senfölglykoside verantwortlich gemacht. So. Gut, das kann man auch bei Wikipedia alles durchlesen, müsste ich jetzt nicht unbedingt hier in dem Buch haben, aber hat man es kompakt hier drin, weil es halt zu Kneipp dazugehört. So, und dann geht es 4 Seiten um Bewegung,
ist nicht viel und ja, ist auch kein Wort zu Barfußgehen verloren und auch zum Ballengang, zu dem natürlichen Gang. Das hat bei Kneipp wahrscheinlich noch nicht, war noch nicht Stand der Dinge. Wird also hier nicht gelehrt, dass man über den Ballen gehen soll und damit eben seine Muskulatur fördert und nicht quasi seine Knie und seine Hüfte kaputt macht. Ein Video zum Barfußgehen mache ich oben in die Infokarte. Ja, und dann als letztes halt noch 10 Seiten zur Ernährung. Und ja, also letztlich kommt es darauf hinaus, er empfiehlt eine vollwertige Rohkost, wo ich natürlich vollkommen mitgehe. Allerdings hat er in einer anderen Zeit gelebt. Da war die körperliche Arbeit viel präsenter als die geistige Arbeit. Und er empfiehlt 1 Gramm Protein pro Kilogramm. Das ist natürlich nach dem heutigen Stand der Wissenschaft für Normalbürger, der halt eben nicht körperlich arbeitet, viel zu viel. Da wird 0,5 Gramm oder noch weniger empfohlen. Und entsprechend, ja, das, aber wie gesagt, er hat 10 Seiten zur Ernährung. Da Kneipp war jetzt nicht der ganz große Ernährungsexperte, sage ich mal. In der damaligen Zeit war das schon total, auch teilweise revolutionär, und der Birscher Benner hat das ja übernommen, der Kollat hat das übernommen und das weiter ausgearbeitet mit der Ordnungslehre, und also das, der war schon revolutionär, aber wenn man sich jetzt nur für Ernährung, dann sollte man sich nicht das Buch kaufen, ist ganz ganz wichtig. Auch er hat dann, wo die Nährstoffe herkommen, und die Quellen genannt. Und beim Calcium ist natürlich wieder Milch und Käse genannt. Und ja, ihr wisst ja selber, dass da eher der gegenteilige Effekt zu beobachten ist. Und bei Vitamin A, die Quelle von Vitamin A ist laut Kneipps Buch Butter und Margarine. Also von daher, das darf man dann das Ernährungskapitel nicht ganz so ernst nehmen. Und auch empfiehlt er sehr viele Mahlzeiten zu essen anstatt weniger. Auch das ist zumindest diskutabel. Also in Bezug auf den Insulinspiegel, dass er da halt immer wieder sozusagen oben bleibt. Ja, wie gesagt, rein ernährungstechnisch, außer dass er sagt, dass es eine vollwertige Rohkost die gesündeste Ernährungsform ist, aber in den Einzelheiten da angemessen an die Zeit und dass das auch nicht groß überarbeitet wurde, geht das schon in Ordnung. Ja. Also alles in allem ist es ein Büchlein, was man auf jeden Fall, sag ich mal, bedenkenlos kaufen kann, weil das halt vom Grundkonzept her auf jeden Fall man ganzheitlich Bescheid weiß, okay, wie kann ich mich gesunden, weil das Buch geht eher so von einem kranken Menschen aus, der wieder gesund werden soll. Natürlich kann man das natürlich auch alles präventiv betreiben, und das wird auch immer sozusagen auch gesagt, dass man präventiv das natürlich auch tun sollte. Und ja, kann man das auf jeden Fall schon kaufen. Ist halt kein wissenschaftliches Buch. Es gibt viele Anregungen. Was ich persönlich am besten finde, ist halt einfach, das sind nur 20 Seiten, das Kapitel zur Abhärtung. Also wie man genau die Güsse anwendet. Das heißt, wo man wohin kalt oder warm gießt. Und die vorherigen 100 Seiten, bei welchen Krankheiten, welche Güsse oder bei welchen Problemen, zum Beispiel wenn man jetzt Depression hat, wo welcher Guss hilft dann zum Beispiel. Na, wenn man Stress hat, welcher Guss hilft. Ich glaube, das ist so das Kernelement. Für mich, das sind ungefähr 120 Seiten, und dafür lohnt das Buch auf jeden Fall zu kaufen. Es ist halt 200 Jahre alt, das Wissen ein bisschen aufbereitet. Von daher kann ich keine 5 Sterne geben, wenn in einem Buch steht, dass ja, die Quelle für Vitamin A Margarine und Butter sein soll, aber zeitgleich man ja empfiehlt, wenig Fette zu sich zu nehmen, was korrekt ist, dann macht das keinen Sinn. Dann sollte man natürlich hinschreiben, dass Möhren die beste Quelle sind für Carotine, Beta-Carotin, was dann in Vitamin A umgewandelt wird. Ja gut, also 4 Sterne für das Buch, und ja, wenn ihr andere Rezensionen, das ist immer nur meine Meinung, wenn ihr andere Rezensionen lesen wollt zu dem Buch, dann tut das bei Amazon, da gibt es ganz viele andere Rezensionen zu den Büchern. Die Bücher, also das Buch hier ist zum Beispiel schon sehr häufig rezensiert. Ich versuche immer sehr, sehr aktuelle Bücher zu nehmen, da gibt es meistens noch nicht so viele Rezensionen. Aber das Buch ist einfach ein Klassiker, den ich unbedingt mal lesen wollte, und ja, habe ich hiermit getan. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.